Wir werden jetzt erleben, wie Hamburger Grabträger, Sargträger den Sarg aufnehmen werden und aus dem Michel auf den Kirchenvorplatz tragen werden. Es wäre wohl der Wunsch des Militärs gewesen, schon an dieser Stelle selber die Regie zu übernehmen, aber es war offenbar der Wille und der ausdrückliche Wille von Helmut Schmidt zu sagen, solange ich in der Kirche bin, gewissermaßen soll es Sache der Kirche sein, sich um mich zu kümmern. Auf diese Art und Weise wird der Sarg nun von Hamburger Sargträgern aus der Kirche herausgetragen werden. Beim vollen Ehrengeleit ist es so, dass während des Gottesdienstes auch Soldaten Wache gewissermaßen an dem Sarg haben und dass dann Soldaten zugreifen, wo es jetzt die Hamburger Sargträger sein werden. Ich sagte es vorhin schon, das ist der Kranz der Familie, gezeichnet sozusagen in Liebe von seiner Tochter und seinem Schwiegersohn. Alle Wünsche, die der ehemalige Bundeskanzler für seinen eigenen Tod und für die Behandlung später in der Kirche geäußert hat, sind wohl erfüllt worden, inklusive der Lieder, von denen ja schon die Rede gewesen ist und von dieser Aktion jetzt, dass es eben nicht das Militär ist, das den Sarg übernimmt, sondern die Hamburger Sargträger. Hinter dem Sarg der Bundespräsident und die Tochter von Helmut Schmidt. Man sieht Helmut Kissinger, wie er sich, Henry Kissinger, wie er sich große Mühe gibt, das Tempo aufrechtzuerhalten. Er ist ja fast Altersgefährt, aber er ist wirklich gut zu Fuß. Und all diejenigen, die in den ersten Reihen gesessen haben, begeben sich jetzt hinter dem Sarg nach draußen, um dort die große Ehrung, das sogenannte große militärische Ehrengeleit, mit zu verfolgen. Es ist ein schöner Tag geworden an diesem schwierigen Tag für Hamburg, Verlust von Helmut Schmidt. Draußen angetreten ist die Ehrenformation der Bundeswehr. Sie besteht aus 3 Kompanien von Heer, Luftwaffe und Marine mit jeweils 4 Offizieren, 9 Unteroffizieren und 54 Mannschaftsgraden, insgesamt 201 Soldatinnen und Soldaten. Die Idee ist, dass der Sarg auf einem Katafalk abgestellt wird und dort von den Soldaten übernommen wird. Und die Soldaten, die die Sargträger sind, in diesem Fall, werden den Sarg von Helmut Schmidt an den angetretenen Einheiten vorbeitragen. Im Anschluss daran wird der Sarg in einem entsprechenden Fahrzeug untergebracht, das dann abfährt, in der Begleitung eines zweiten Fahrzeuges, das diesen Kranz der Familie transportieren wird. Und dann geht die Fahrt durch die Stadt bis hin zum Ohlsdorfer Friedhof. Dort wird dann keine weitere Zeremonie stattfinden. Der alte Kanzler wird und hat wohl darum gebeten, zu einem späteren Zeitpunkt in engstem Kreise beigesetzt. Auch hier werden wir gleich wieder Musik hören, denn auch das Orchester aus Berlin, das dazugehört, ist angereist und in Hamburg heute bei dieser Feierlichkeit dabei.
gesagt, wird jetzt über den Kirchenvorplatz bis zum Gehweg der Ludwig-Erhard-Straße getragen und gegenüber der Ehrenformation auf Höhe der Truppenfahne auf einem Katafalk abgesetzt. Die Truppenfahne wird gesenkt. Das Stabsmusikchor der Bundeswehr aus Berlin spielt den Choral Jesus, meine Zuversicht und anschließend noch einmal die Nationalhymne. Sie sehen, es ist hier in Hamburg ein schöner Tag geworden. Gestern hat es zu schneien angefangen und nun scheint die Sonne, so als ob sie diese Feierlichkeit noch mit ihrem Glanz versehen will. Zum Glockenschlag 12:30 sind der Bundespräsident und die nächsten Angehörigen von Helmut Schmidt versammelt, um sozusagen an erster Front und erster Reihe die Beobachtung durchführen zu können. Das sind nunmehr die als Sargträger funktionierenden Soldaten. Sie nehmen jetzt den Sarg auf, tragen ihn auf der Schulter, etwas, was sicher nicht sehr häufig in Ihrem Leben vorkommen wird, auch wenn dieses natürlich eine Zeremonie ist, die im Protokollheft der Bundeswehr enthalten ist. Und noch einmal erklingt an diesem Tage die Nationalhymne. Achtung! Hört ihr das? Gehör! Thank you.
Augen! Rechts! Thank you.
Der Staatsmusikchor der Bundeswehr begleitete Helmut Schmidts letzte Reise mit dem Trauermarsch aus dem Oratorium Saul von Georg Friedrich Händel. Und nun kommt gleich der Augenblick des Abschieds für uns alle, die wir dieser Zeremonie beiwohnen. Sie sehen es, der Sarg hat den Bestattungswagen erreicht. Und sobald er dort fixiert ist, spielt der Stabsmusikchor noch einmal das Lied vom guten Kameraden. Begleitet von einer Motorrad-Eskorte der Hamburger Polizei fahren der Sargwagen und der Wagen mit dem Kranz der Familie in langsamem Tempo durch Hamburgs Innenstadt. Man rechnet für die Strecke bis zum Friedhof etwa eine halbe bis dreiviertel Stunde. Viele von denen, die wir jetzt hier noch einmal sehen, die zum Teil auch sich bereits wieder verabschieden müssen, werden im Rathaus ab 13 Uhr bei einem Empfang dabei sein. Eine Feierlichkeit am Friedhof ist für heute nicht mehr vorgesehen. Und damit, meine Damen und Herren, darf ich Sie vielleicht wieder der Obhut meiner Kollegin Susanne Stiebler anvertrauen. Ganz herzlichen Dank, Rolf Seelmann-Eggebert. Ja, wir